Achtung, Achtung, hier kommt der Hausmänner-Stammtisch. Es gab keinen Regen und keinen Schnee, aber natürlich den Faschingsumzug in Ganderkesee. Kurz nach 14 Uhr zog die bunte Karawane wieder durch die Narrenhochburg. 101 Festwagen mit 3500 Teilnehmern marschierten und manövrierten um den Ring. Der Umzug ist die Gelegenheit für alle Faschingsbegeisterten, sich zu verkleiden und die Sau rauszulassen. Wenn man das schon hat, so nah bei sich dran, so einen kurzen Fahrtweg, dann kann man das schon ausnutzen, dann sich hier hinzustellen. Wenn man verkleidet, ist das ein bisschen lustiger, als wenn man da so langweilig so steht. Wenn man unverkleidet hierher kommt, ist man Außenseiter. Also man muss halt verkleidet sein am Fasching. Das ist einfach die Tradition. Yo. Wer nicht unten mitfeierte oder Bonschen einsammelte, hatte vielleicht Glück und stand auf einem Umzugswagen. Von hier hatte man wohl die beste Aussicht. Die Leute freuen sich unerhaltbar deswegen, weil die Bonschen werfen, ganz klar. Für die Kinder verteilen die Süßigkeiten. Es ist einfach geil, 80 Leute, die kennen sich eigentlich alle gar nicht, aber es ist so cool. Ja, von der Arbeit, Freunde. Ich habe so viele Leute kennengelernt wie sonst noch nie. Das macht so einen Spaß. Ich bin das erste Mal dabei. Es ist so geil! Die Übersicht von oben hatten dieses Jahr auch Timo der Erste und Michaela die Erste. Es haben sich ganz viele Gruppen viel Mühe gegeben. Und das zu bewundern, das ist eine Ehre. Man sieht das mal aus ganz anderer Perspektive. Man kennt sehr viele der Leute. Das ist eine super Sache dieses Jahr. Aber ganz gleich, welche Perspektive die einzelnen Narren für sich wählten, hier feierten sowieso alle zusammen. Der Umzug ist eben ein Fest für jedermann. Für Ganderkesee ist das ein Highlight. Ich denke mal, das ist das größte Highlight, das größte Fest, was Ganderkesee zu bieten hat. Und deswegen sind wir ganz stolz als GGV, das der Bevölkerung so zu bieten. Die Vorbereitungen über das gesamte Jahr hinweg haben sich ausgezahlt, auch wenn das Spektakel in rund 3 Stunden am Publikum vorüberzog. Aber schließlich ging es für viele hinterher noch in die Kneipen und nach dem Umzug ist in Ganderkesee auch vor dem Umzug.